Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn. Ja, letzte Folge haben wir den Sonnenkönig persönlich mal kennengelernt. Schön, den Herrn Avard. Und jetzt sollen wir uns auf eine Reise begeben. Aber ich habe da hinten schon was glitzern sehen. Und natürlich greifen wir uns das ab. Was haben wir denn hier? Die Sonnenkönige. Aufzeichnung. Pergament glühten sie mit Gold verziert. Okay, einen Moment. Die Chroniken des Sonnenkönigs. Der Gründer Araman. Der vorausschauende... Warte mal, der freigebige Amavat. Der vorausschauende Sadahin. Genau. So, dann gucken wir hier weiter. Der großzügige Yuvadan. Zavarat, der Pilger Sonnenkönig. Der kühne Irif. Der kluge Basadit. Kuvadin, der Rückkehrer. Wen haben wir denn da noch? Ranan, der Feuervogel. Warum Feuervogel? Unter dem das Sonnenreich grundlos von der Tenak-Horde angegriffen wurde und der trotz des Protestes seiner Berater seine Armee in den Kampf begleitete. Unter der Sonne errang er den Sieg, doch er wurde so entstellt, dass er ab diesem Tage stets seinen Wappenhelm trug. Okay, wen haben wir da noch? Nahasis, der ebenso Jäger wie Sonnenkönig war. Dann haben wir hier noch der erleuchtete Marzit. Dann haben wir hier Hivas. Ja, genau. Der ältere Bruder. Und dann haben wir natürlich noch Jiran. Der... Ja. Der halt die ganzen Leute. Und dann haben wir noch Avad, der Befreier. Und dem seine Geschichte ist noch nicht geschrieben. Das ist nämlich das Schöne. Dem seine Geschichte ist noch nicht geschrieben. Das ist noch ein unbeschriebenes Blatt. So, ich rede nochmal kurz mit dem hier. Aloy, wie kann ich behilflich sein? Mal kleine Du bist Frage. Offensichtlich ein Berater des Sonnenkönigs, aber was machst du eigentlich genau? Was notwendig ist, natürlich. Weichst du immer so aus? Kommt drauf an. Okay, Sonnenkönig. Du hattest recht mit Avard. Er wirkt ehrlich. Er ist der Sonnenkönig. Ich diene ihm so gut ich kann. Was soll ich dir noch sagen? Und war das auch mit dem letzten König so? Nun, da diente ich eher den Gegnern. Und das war der beste Dienst für das Sonnenreich. Was hast du getan? Nichts, wofür man mich tadeln kann. Okay. Das klingt für mich nach Spion. Es gibt viele hilfreiche Stimmen im Sonnenreich. Und auch sonst. Ich sehe mich gern als einen guten Zuhörer. Aha. Also... Warum nennt man dich tadelloser Marat? Das kommt darauf an, wen du mit Mann meinst. Und wofür man mich tadeln könnte. Du bist wirklich anstrengend. So sagt man. So sagt man. Was erwartet mich an der Grenze? Ein Außenposten voller Osharam, von denen die meisten Derval ablehnen. Doch die, die mit ihm gegen den letzten Sonnenkönig kämpften, sind immer noch sehr loyal. Er wird nicht alleine sein. Und vergiss nicht, er ist ein Handwerksmeister. Nichts geht ihm über sein gefährliches Spielzeug. Oh ja. Was macht dich so sicher, dass Derval es war? Sicher und gewiss sind nicht meins. Für mich zählt möglich und vermutlich. Wie viele Osharam sind klug genug für diese List? Und können eine komplizierte Waffe bauen? Wer hasst Ersa so? Mehr als einer? Wohl kaum. Derval? Könnte gut sein. Auch wenn man ihn für tot hält. Das ist ein weiterer Grund, Worten gegenüber misstrauisch zu sein. Ah, interessant. Ich muss gehen. Dann tu das.
Ich muss gehen. Dann tu das. Okay, dann reden wir noch mal kurz mit Ehrend. So, ich hielt Ersa für tot. Und ich hielt Derwal für tot. Tod scheint nicht mehr zu sein, was es war. Oder ich bin ein Trottel. Wie auch immer. Es ist an der Zeit, meine Schwester zu finden. Und Rache zu nehmen. Ich hoffe, Marats Agent weiß etwas. Das hoffe ich auch. Hat Ersa je etwas über Derwal erzählt? Wir gehörten beide zu seiner Truppe, sozusagen. Wir halfen seiner Armee gegen den Sonnenkönig aufzubauen. Aber dann warf er ein Auge auf Ersa. Selbstverständlich war sie nicht interessiert, aber er stellte ihr nach. Abgesehen davon, dass wir erkannten, dass er alle Karja töten wollte, nicht nur die Bösen. Kurz gesagt, er ist ein ganz übler Drecksgraser. Drecksgraser? Okay. Avad will Ersa unbedingt finden. Ja, sie verstehen sich gut. Manche sagen, da läuft was, aber ich glaub's nicht. Er ist zu dünn für sie. Okay, jetzt habe ich ein paar schlimme Bilder im Kopf. Wir sollten sie lieber finden. Und es derweil zeigen. Ein paar schlimme Bilder im Kopf. Okay. Ich sollte gehen. Lass mich in Scheuerfels nicht hängen, okay? Ersa braucht uns. Gar kein Problem. Wir treffen uns im scheuren Felsen. Wo ist überhaupt Scheuerfels? Ja, aber da waren wir doch. Wisst ihr was? Bevor wir jetzt erstmal nach Scheuerfels gehen und dann wahrscheinlich hier so die Osaram-Grenze uns angucken, gehe ich mal hier zu diesem Lagerfeuer da. Ne? Denn da läuft noch so ein großes 20 Meter hohes Viech rum, was uns vielleicht helfen könnte, das Ganze zu sehen. Und das hole ich mir jetzt erstmal. So, natürlich müssen wir erstmal wieder die ganze Ladezeit überbrücken. Okay, so, ich muss nur wie stehen wir denn jetzt bitteschön da? Was zum Geier soll denn der Käse jetzt? Jetzt nur keine hastigen Bewegungen. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig, aber okay, Moment. Aber gerade so. Gerade so. So, okay. Wir kommen jetzt am Blödsinn hier weg in die Richtung. Alles klar. Da waren wir schon. Das war böse. Schattenkarcher-Gebiet. Wir rennen. Okay. What the fuck? Was zum Geier? Das sieht aus wie so eine Nil-Tempel-Ruine. Leco mio. Haben die Karcher das wirklich gebaut? Das ist voll schön. Da gehen wir doch mal hinein. Da, 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 da. Wo sind wir hier? Was ist das? Lagerfeuer entdeckt. Siedlung entdeckt. Wappenbrück. Schattenkarja-Soldat. Oha. Geh weiter. Geh weiter. Lass mich in Frieden. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Okay. Cool. Also ein kleiner Hafen. Aber sind das nicht unsere Feinde? Laufe ich jetzt nicht gerade hier durch Feindgebiet? Am besten ist, ich halte einfach schön die Klappe. Da ist zumindest schon mal ein Händler, das ist gut. Vielleicht stärkt die Waffenruhe die Moral in Sonnenfall. Okay. Achso, es herrscht ja Waffenruhe, genau. Wow, 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 wow. Wow, alles gut. Ich gehe ja schon. Sind dir in letzter Zeit mal all die leeren Zelte aufgefallen? Ich bin nur gerade mal hier so ein bisschen am Durchstöbern. Ob hier vielleicht auch noch irgendwo so eine Schriftrolle rumliegt oder irgendwas. Ne? Außerdem können wir uns das Ganze auch mal schön angucken. Aber ich mag diesen Bogen da. Wenn da noch so eine Brücke drüber gehen würde, das wäre geil.
Wisst ihr, so, keine Ahnung, hier so nach links, nach rechts, irgendwie zu der Festung hin oder so, das wäre echt cool. Das wäre echt schön. Ich meine, es ist auch so schon schön. Also, es sieht echt cool aus hier. Muss ich zugeben. Verschwinde. Schnellstens. Jetzt bin ich bloß in Frieden. Ich habe doch gar nichts gemacht. Wieso eiern hier zu viele Wachen rum? Nerv mich nicht. Ja, gut. Wir eiern mal hier hoch. Hier sind aber nur Schattenkarcher. Hier sind, glaube ich, keine normalen Menschen. Okay, Training. Ehrlich. Für etwas mehr Essen würde ich die Arbeit. Boah, mit Messer? Boah, das bitter. Unruhe ist echt verwirrend. Hoffentlich werden die jetzt nicht böse, wenn ich denen hier die Scherben klaue. Das wäre echt bitter. Okay, gut. Genug gestöbert. Wir gehen ja schon weiter. Hui! Aua! Haben wir das auch mal gesehen? Schön. Warte mal. Ah, noch mehr Scherben. Die paar probierlichen Scherben da, die können wir auch behalten. Okay, also hier ist also Wappenrück. Oder Wappenbrück? Ich glaube Wappenrück. Da hinten dreht sich was. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, auf welchem technologischen Stand die sind. Weil irgendwie sind sie ja mehr so antik. Aber dann doch irgendwie mit Technologie dann irgendwie halbwegs doch gut dabei. Boah, keine Ahnung. Sehr schwierig einzuschätzen. Aber gut, wir gehen mal da hoch und dann werfen wir den ersten Blick hinaus. Und guck mal, was da hinten rumeiert. Das trifft sich ja wie die Faust aufs Auge. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Hä? Mein Fokus empfängt wieder ein Signal. Achso, ja, ich habe mich gerade gedacht, was piepst denn hier so? So, Moment. Also da drüben ist auf jeden Fall die verdorbene Zone. Okay, also hier ist ein riesiges Plateau. Und da drüben ist noch so ein Turm. Da müssen wir auch nochmal hin. Wir gehen erstmal davor zum Lagerfeuer. Das Signal muss ganz nah sein. Ja, wie wär's mit da? Da ist es. Da ist das Signal. Oh nein. Oh. Ich will doch nur kurz speichern. Oh, bitte, renn mich nicht um. Ich muss irgendwie hinaufklettern. Ja, das kriegen wir hin. Gar kein Problem. Wenn ich mich ganz, ganz dringend schnell beeile, dann schaffen wir das von hier aus, oder? Ah, nein, schaffen wir nicht. Ah, falsche Seite. Oh. Alter, was ist das hier für eine Ruine? Also, was heißt Ruine? Das ist keine Ruine. Brüllrücken. Och, nee. Schnauze! Wow. Hey. Boah. Au. Was soll denn das? Lass mich in Frieden. So. Jetzt müssen wir nur warten, bis der hier wieder vorbei eiert. Ah, scheiße, da vorne hätte ich auch drauf springen können, ne? Mist. Konnte ich ja jetzt nicht riechen. Ach du heilige Scheiße. Boah, die sind aber jetzt alle aufgeschreckt, oder? Kann das sein? Was? Gubbel, gubbel? Oh nein. Putz. Daneben. Putz. Der macht keinen Krächzer mehr. Wieso läuft da unten jetzt so ein Viech rum? Den lassen wir mal in Ruhe. Und der da hinten kann mir auch gestohlen bleiben. Die sind mir nämlich gänzlich egal. Halt, Moment. Ich habe gerade etwas gesehen. Und ich bin mir sicher... Oh nein. Der Brüllrücken ist auch noch in der Nähe. Ja, das hier sieht besser aus. Ich glaube, von hier aus habe ich eine bessere Chance. Ich glaube, ich kann von hier aus auf den Langhals springen. Aha! Feuerbrüllrücken. Echte. Feuerbrüllrücken. Langbeine. Rotaugenwächter, Heilande, was nicht alles gibt. Ah, da ist die andere Festung. Okay. So, jetzt bloß mit dem richtigen Timing.
Und... Na, also. Okay, jetzt hoch auf seinen Kopf. Gar kein Problem. Das kriegen wir hin. Nanu? Achso, andere Seite, sorry. Eloy, Eloy, hangel dich da hoch. Hangel dich da hoch. Hangel dich da hoch. Wie jetzt? Ich komme hier nicht hoch. Oh. Ja, ich darf hier 10-mal außen rum eiern, oder was? So, wir sind endlich oben. Also, dann überbrücken wir mal das gute Stück. So, holen wir uns mal die Kartendaten der Umgebung. Scan, scan, scan. So. Perfekt. So, vielen, vielen lieben Dank. Ich spring dann mal hier ab. Ne? Und... Nö. So, wir gucken mal kurz auf die Karte. Und jetzt müsste es gleich wupp. Ah. Okay. Oh, was ist das? Ist das der Sonnenring? Da, wo sie die ganzen Leute geopfert haben? Boah, das wäre echt bitter. Interessant. Hier drüben ist eigentlich wirklich mehr, fast nur noch Wüste. Hier ist gar kein anderes Gebiet mehr. Ein bisschen einsam. Aber hier müssen wir auf jeden Fall auch noch... Ja, uns durchkämpfen. Oh, da ist auch noch ein Banditenversteck. Und hier oben ist Schöpfers Ende. Schöpfers Ende. Hier ist aber schon wieder Schneegebiet. Ganz komisch. Ja, okay. Okay. Wie machen wir denn? Am liebsten würde ich das Areal hier oben eigentlich entdecken. Jetzt, wo wir gerade da sind, oder? Wisst ihr was? Dann gönnen wir uns heute mal ein bisschen. Wir machen heute mal wieder ein bisschen Erkundungstour. Jetzt bin ich gerade eh in der Nähe, da können wir es jetzt auch mal hier ein bisschen erkunden. Beobachtereignisprotokoll, USW 21. Was ist das? Achso, das ist eine Blume. Was wächst denn da aus dem Boden? Was ist... Kakteen, cool. Hier ist richtig Wüste. Okay. Hier ist irgendwo Wächtergebiet. Nee, doch. Da sind Läufer. Oh Mann. Die Läufer interessieren mich auch nicht. Ich will ja nur zu den Wächtern. Na also. So, das Wächtergebiet haben wir. Wir müssen eh hier unten rein für die Blume. Also muss ich da durch. Aber hier sieht es jetzt echt richtig, richtig aus wie in Red Dead Redemption. Das ist der Hammer. Komische Felsformation hier. Hat bestimmt der Regen geformt, ne? Kennen wir ja. Also gut, dann eiern wir mal hier so ein bisschen um die Ecke rum. Das hier soll Wächtergebiet sein, kein Lanzenhorngebiet. Boah, ist das schön. Ich finde es eigentlich echt wunderbar hier. Guckt euch das an. Da, man kommt sogar hier runter, dann bis zu dem See. Eigentlich echt schön. Echt wunderschön. Ich weiß gar nicht, ob ich da mal nachgucken sollte, ob da irgendwas ist. Es sieht so weit aus. Sieht echt weit aus. Lass mal vielleicht. Aber hier hinten in die komische Schlucht will ich hinein. Aber warum zum Geier ist hier hinten ein Lagerfeuer? Ich meine, klar, vielleicht haben sie gesagt, ja, da machen wir jetzt einfach nur eins hier. So, machen wir jetzt noch eins hier. So, was bist denn du? Ein Verwüster. Verwüster sollten ja mittlerweile keine Probleme mehr darstellen für uns, nicht wahr? Oh, shit. Ah, oh, fuck. Den erstmal kurz so. Die auf die Waffe drauf. Die auch auf die Waffe drauf. So, und dann sollte die ganze Sache hier ja gar kein Problem. Ah, ich wollte die Waffe aufheben, du Arsch. Hebt mir her. Verdammt. Was mache ich denn? Ich
hab's heute nicht so mit der Steuerung. So, du bleibst mal kurz liegen. Ist nicht fair, wenn die zu zweit sind. So, gib her. Feuer! Drecksack. Keine Muni mehr? Schlecht. Boah. Okay, also. Stirb! Stirb! Verdammt, er stirbt noch nicht. Stirb! Hab ich gesagt. Verdammte Axt! Stirb! Also geht. Das war knapp. Penner! Also geht doch. Okay, doch noch ein bisschen mehr Probleme als erwartet. Ich habe auch nur gedacht, es wäre einer. Verdammt nochmal. Ich habe nicht gesehen, dass da noch ein zweiter um die Ecke wartet. Das war fies. Und da hinten wartet noch irgendwas auf uns. Irgendwas wartet da auf uns. Grau habe ich denn. Ah, hier ist die Blume. Gut, die können wir uns dann gleich mal holen. Sehr schön. Ja, genau. Erstmal so aus nichts. Ein fliegender Raubjäger. Verdammt. Ich hab's echt nicht mehr. So, jetzt. Kannst du mal bitte landen? Danke. Ich würde dich gerne überbrücken. Hallo? Okay, den zu überbrücken wird schwierig. So, den haben wir erwischt. Boah, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. So. So, du landest jetzt mal kurz. Du musst mir nämlich helfen, mein Freund. Danke. Der muss mir nämlich mal ganz kurz aushelfen. So, danke. Vielmals. Wow. Drecksack. Du Mistvogel, du Elendiger. Stirb. Sehr gut. Oh, der hat irgendwas dabei. Ein grauer habe ich das Herz. Sehr schön. Halt, ist das unserer? Ja, ist er. Das ist der feindliche. Feuer! Fups. Wutz, das war ein direkter Treffer. Und da geht er down. Wutz. Komm her! Jetzt hat nicht, weil ich unser eigener Vogel mich beinahe niedergemäht. Gut. Jetzt stürzt er da hinten ab. Also, ist er zerfledert. So, wo sind wir denn jetzt überhaupt? Okay, hinten ist aber nichts mehr. Da hinten ist noch ein Gebiet, ja, aber hier ist jetzt irgendwie nichts mehr. Aber wir wissen, dass ich trotzdem gerne nochmal nachgucke. Ja, wenn dann in die Richtung. Aber hier ist wirklich nichts mehr. Hier ist einfach nur noch ein paar Maschinen in der Ecke. Hier ist ja wirklich sonst rein gar nichts. Es sei denn, es taucht jetzt noch ganz, ganz unverhofft irgendwas auf. Und da oben leuchtet irgendwas. Was leuchtet denn da? Wieso leuchtet's hier? Komisch. Ich meine, gut, da unten leuchtet's auch. Keine Ahnung, was hier abgeht. Aber bevor ich mich wieder irgendwo aus Versehen reinglitsche oder so, lass mal's lieber mal darauf beruhen. Ne? Moin. Ah, ich war zu langsam, sorry. Hallo? Nee, wann? So. Na, also. Ich hätte gern ein bisschen Draht. Oh, ich sehe nichts mehr. Hey, was soll das denn? Und.
Messer. Sehr gut. Die haben wir alle erledigt. Aber hier ist einfach nichts mehr in der Ecke. Ich meine, die Ecke hier sieht schön aus und so, aber hier ist halt einfach nichts mehr. Ja, hier ist... Hier, wie heißt es so schön? Hier ist Ende im Gelände. Natürlich könnten wir jetzt noch versuchen, da hochzugehen. Ich mach's einfach nur mal so, aber wahrscheinlich... Wahrscheinlich wird's einfach nicht gehen. Ja, ich denke mal hier und dann... Ja, hier ist dann wahrscheinlich irgendwo gleich Feierabend. Also weiter kommen wir wahrscheinlich eh nicht. Ja, hier ist dann Feierabend. Okay. Das habe ich mir auch schon gedacht, fast. Aber merkwürdig, irgendwas muss doch hier sein. Ich mag solche Orte immer nicht, wo man dann, wo eigentlich was sein müsste, aber da ist dann nichts. Das ist, sowas regt mich dann immer auf. Das ist, ich bin, da denkt man dann immer, ja, ist da was oder habe ich was verpasst oder, da steckt man immer nicht drin. Ah, okay. Also, hier geht's viel schneller. Ich wollte die verdorbene Zone da haben. Also muss ich einfach nur in die Richtung. Oh nein. Pferdchen! Es ist alles gut. So, ich... Gut, die Pferde haben schon mal Schiss, das ist perfekt. So, was erwartet uns jetzt hier? Es kann ja nichts Gutes sein. Ich meine, die verdorbene Zone hier ist so ziemlich am Arsch der Welt. Das heißt, es wird wahrscheinlich irgendwas richtig Hässliches sein, oder? Was haben wir da? Verdorbener Bärmod. Au. Okay, Moment. Ich schaue mir das erstmal kurz an. So, Eisbehälter, Schwäche auf Abriss, Schwäche auf Feuer. Kraftlade, Abriss, Schwäche Eisbehälter, Schwäche Eis. Ja. Okay, wir wissen ja, wie das abläuft. Ist hier nur einer? Es sind zwei. Okay, wie machen wir das jetzt am blödsten? Am besten noch ohne, dass ich... Oh, shit, da ist ja noch irgendwas anderes. Was ist das denn jetzt? Verdorbener Breitkopf, echt jetzt? Okay, warte mal. Willst du jetzt da reinlaufen oder nicht? Ich glaube, der hat keinen Bock. Okay, aber da fülle ich erst noch mal kurz vorher ein bisschen auf. Ja gut, das brauchen wir sowieso jetzt gerade nicht. Aber die hier, die werden uns noch richtig, richtig nützlich sein. So, ich schleiche mich mal hier rüber. Sofern man es... Ach du Scheiße, sind so viele. Ja, das wird richtig scheiße. Wie gesagt, ich hoffe einfach mal, dass wir vielleicht einen Großteil schon erwischen können, bevor sie mich erwischen. Ne? Das kennt man ja. So. So, hier ist schon mal alles gesichert. Gut. Guter Treffer. So. Ups. Der ist schon mal down. Da drüben hat es auch gerade gewumst. Ach, Kacke. Ach, so. Du bleibst schön brav, wo du bist. Verdammt, ich habe den falschen Pfeil erwischt. Nicht gut. Oh, fuck. Boah. Holy shit. Scheiße, ich habe gar keine Dings mehr, oder? Doch. Zum Glück noch. Okay. Boah. Komm schon, reiß ab.
Halt nicht, ich brauche ja die hier. Komm her. Utz, okay. Und vielleicht jetzt nochmal. Mann, was mach ich denn? Ich hab die falsche. Mann! Ah, ich hab schon wieder den Seilwerfer. Was ist denn das für ein Scheiß? Boah. Ja, komm du nur her, du Sackgesicht. So, den haben wir auf jeden Fall schon. So, und jetzt verpasse ich dir einen auf deinen Po. Oh, der andere ist wieder da. Ja. Utz. Ja, klar, mit einem Schuss im Po ist er auf einmal voll gelähmt. Natürlich, wer es glaubt. Utz. 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 Na, komm schon. Voll daneben. Oh. Bam. Hey, du müsstest eigentlich voll in die Sprengfalle gelaufen sein. Na, also, da hat's bumm gemacht. So. So, da ziehen wir jetzt mal genau auf die Schwachstelle. Komm. Ja. Einmal noch kräftig drauf. Und zum Glück hauen die wieder ab. Ich kann die so hier auf Distanz halten. Das gefällt mir. Ja, die sind immer so auf Distanz. So, und wenn sie dann wieder kommen, so wie jetzt gleich, erwartet sie natürlich schon wieder eine mächtig fette neue Sprengfalle. Schnell nachsetzen. Was? Jawohl. So, schön direkt hinterher. Sag mal, der hat doch bestimmt eine Schwäche bei Feuer, oder? Jawohl, richtig schön Schmackes. Oh ja, das war ein guter Treffer. Oh, ich muss auf den aufpassen. Boah, fuck. Okay, da war die Sprengfalle. Und wenn ich jetzt nicht aufpasse, war es das für mich. Ah. Oh shit, Heilung, Heilung. Boah. So, jetzt reicht's aber. Du Riesenbaby, du. Huh. So. Du bleibst jetzt genau da, wo du bist. Oh, der hat gesessen. So, ist perfekt. Schön rein da. Ja. Das macht Schaden. Ah, das schmeckt dir gut, mein Freund. Brutzel, brutzel. Oh, da geht die Lebensenergie down von ihm. Aber holla, die Waldfee. Und gute Nacht. Okay, das sind schon mal die zwei schwersten, sind schon mal down. Das ist schon mal gut. Jetzt nur noch die restlichen kleinen Viecher. Huh. So, die zwei großen sind natürlich schon mal draufgegangen. Das ist sehr, sehr angenehm. Jetzt müssen wir uns nur noch um die kleinen kümmern. Und ich glaube, von denen ist sogar nur noch einer übrig. Okay, sie ziehen. Feuer! Oh. Ah, was ist los mit dir? Ich habe gerade eigentlich gedacht, der explodiert oder irgendwie sowas. Okay. Gut, wer nicht will, der hat schon. Ah. Yes. Damit ist die verdorbene Zone hier auch wieder in Ordnung. Sehr schön. Aua, au, 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 au. Wir sterben. Nee, zum Glück nicht. Puh. Okay. Also die Behemoths waren jetzt definitiv leichter als die verdammten Steinbrecher. So, das nehmen wir natürlich wieder mit. Das ist ja schließlich teuer Geld, was hier am Boden rumliegt. So. Gut, damit hätten wir die verdorbene Zone hier auch. Und da oben ist eine Banyuk-Figur. Die holen wir uns eigentlich. Können wir uns die auch noch holen? Oder? Dann schaffen wir das ja auch noch. Jetzt bin ich nur gerade am Überlegen. Warte mal, in die Richtung.
Ja, ja gut, da wären wir vielleicht auch noch rübergekommen, aber egal. Wir müssen irgendwo da hoch, darüber, ich weiß es nicht. Warte mal, hier liegt ja auch noch einer rum. Mehr kann ich nicht tragen. Oh, schon wieder alles voll. Ach, Modifikationsbeutel ist voll. Ach, ja, genau. Moment, Moment, Moment. Bevor ich es wieder vergesse. Fertigkeiten. So, da machen wir erstmal das hier. So, dass wir das hier mal jetzt endgültig mal abändern können. So, ach so. Modifikation, warte mal. Wo war es denn? Herstellen. Waffen modifizieren. Da. Wir haben jetzt hier den Seilwerfer, den Kriegsbogen hier. So. Wie war das jetzt mit rausbauen? Wie können wir den jetzt rausbauen? Ich dachte... Ach so, unsere Modifikationstasche ist ja voll. Ja, okay. Ich guck mal so durch, ob wir irgendwas haben. Was uns extrem helfen kann. Handhabung und Schaden ist gut. Warte mal, wir fangen mal... Ja, wir fangen mal mit dem Bogen an. Den benutze ich eigentlich am meisten. So, was haben wir denn hier? Der hat... Achso, das ist sowieso nur dieser komische Kriegsbogen, ne? Der hat Eis und Schaden. Achso, das ist der Kriegsbogen. Das ist der, den ich sowieso eigentlich bis jetzt relativ wenig verwechsel. Ah, und ich vergesse, wir können jetzt zwei Pfeile ballern. Ich blöd, Mann. Okay, gut, dann machen wir den Seilwerfer. Handhabung, Schaden. Schaden brauchen wir eigentlich nicht, aber das da ist gut. Abriss und Eis. Schaden, Verderbnis. Handhabung. Handhabung, Schaden. Und Handhabung ist ganz gut. Da können wir ja eine reinklatschen. So, dann haben wir hier noch Handhabung und Schaden. Und das gleich zweimal. Ja, warte mal, dann machen wir aber das da. Und da haben wir hier noch Abriss und Eis. Ja, warum nicht? Klatschen wir mal mit rein. So, jetzt gucke ich mal. Hier, wir haben hier drin nur Abriss, nur Handhabung. Ist eigentlich nicht verkehrt, wenn wir den hier nochmal rausnehmen. Und den vielleicht hier reinbauen. Ja. Dann können wir das nämlich so machen. So, perfekt. Gut. Die Schleuder. Was haben wir denn da? Also, Schockbomben haben wir ja nicht. Aber Schaden können wir machen. Hier, das ist schon mal gut. Handhabung, Schaden geht immer. Dann haben wir noch mehr Handhabung. Dann haben wir hier noch Schock. Ja, aber Schock haben wir ja allgemein nicht. Aber dafür geht der Schaden ganz schön ordentlich hoch. Das nehmen wir noch mit rein. Und hier haben wir noch die Handhabung. Und da einfach nur nochmal Schaden. Das klatschen wir einfach auch nochmal mit rein. Das ist gut. Je mehr Schaden, desto besser. Ne, das kennen wir ja. Was hätten wir hier eigentlich noch drin gehabt? Handhabung um 10% Schaden, 5% Schaden, 13% Schaden. Okay, das ist jetzt nicht wirklich die Welt. Den tue ich mal raus, aber der Rest... was haben wir hier drin? Verderbnis, Schock und Eis. Das nehmen wir raus, das nehmen wir raus, das nehmen wir raus. So, dann gucken wir mal hier. Also, wir haben Eis, 45%. Der schießt ja auch Eispfeile, das ist gut. Schock, haben wir 39%. Nehmen wir mal mit rein. Ich bräuchte noch irgendwas mit Schaden, das wäre eigentlich echt gut. Verderbnis, Handhabung und Schock. Oh, oh, das ist natürlich auch gut. Das ist Verderbnis und Abriss, aber Abriss haben wir ja eigentlich da nicht drauf. Da ist nur die Handhabung. Hier haben wir Handhabung 10% Schaden. Handhabung, Schaden und Verderbnis. Was war das andere da oben nochmal? Das war irgendwie Handhabung. Handhabung, Schaden und Verderbnis. 43 Handhabung, 16% Schaden. Hatten wir doch gerade hier unten irgendwie besser, oder? Warte mal. 43 Handhabung, 12% Schock. Irgendwo hatten wir doch gerade noch sowas. Da, 43, 16% Schaden und 12. Und wie viel Schaden? Achso, ja, das ist dasselbe. Einfach nochmal dasselbe. Aber wir nehmen es mit rein. Gut. Okay. Das heißt, wir können dann den Seilwerfer, die Schleuder und den Bogen eigentlich wieder verscherbeln, weil den brauchen wir nicht. Denn wir haben ja die super duper Imba-Weapons. Quasi, die sehen halt cooler aus, deswegen. So, dann haben wir nämlich hier,
Dann hätten wir nämlich zum Beispiel die Schleuder. Die habe ich jetzt gar nicht ausgewählt. Ne, ich habe ja den Seilwerfer. Ich dödel. So, das heißt, den Seilwerfer könnten wir mal hier hin tun. Und ansonsten haben wir eigentlich nichts ausgewählt, außer diesen Schattenstolperfalle. Genau. Dann habe ich dafür eigentlich noch irgendwas Besseres. Das will ich jetzt nochmal kurz rausfinden. Da. Warte mal, wir haben da drin Handhabung, Feuer und Schock und Schaden. Ja, noch bestimmt noch irgendwas Besseres, oder? Schaden und Handhabung. Okay, da geht der Feuerschaden runter. Feuer und Schock, der ist schlechter. Wenn, dann sind die besten Sachen ja eigentlich eher immer oben. Feuer und Schock. Hier haben wir nochmal Schock dazu. Aber Schaden wäre halt echt gut. Wenn wir da irgendwie einfach nochmal ein bisschen mehr Damage reinknallen würden, damit die Sprengfalle noch ein bisschen was reinhaut. Hier so den Handhabungsding. Einfach nochmal ein bisschen ausgetauscht gegen den hier vielleicht. Da geht die Handhabung um 1 runter, aber dafür eine 25er Schaden nochmal drauf. Das ist gut. So, das lassen wir so. Okay. Datenpunkte, da haben wir ja eigentlich nur... Da haben wir eigentlich nur hier das Langhals-Transmitter-Protokoll. Aber wir haben jetzt alle Langhälse. Cool. Da haben wir die Blume. Das erste Set haben wir auch schon komplett voll. Das ist cool. Das ist echt cool. So. Gut, 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 gut. Perfekt. So. Wir kommen hier rüber, oder? Ja. Einwandfrei. Dann brauchen wir ja gar nicht so weit zu laufen. Weil da ist die Banuk-Figur nämlich direkt hier in der Nähe irgendwo. Ich will unbedingt die Heilpflanzen mitnehmen, weil wir sind nämlich wirklich dezent knapp vom Abnippeln. Also ich habe meine halbe Lebensenergie okay, aber ich nehme jetzt mal 2, 3 Tränke. Aber normalerweise wisst ihr, ich benutze lieber was anderes. Ja, ja, such du nur. So, wir holen uns die Banuk-Figur. Komm mal, was da wolle. Ist das eine Heilpflanze? Heilendes Wildblut. Perfekt. 24%. Sehr schön. So, hier muss irgendwo der Aufstieg sein. Oder? Oder ist er hier nicht? Oh, oh. Nicht festglitschen. Warte mal, hier sieht es eher nach einem Abstieg aus. Ja, die Pfeile gehen nach unten. Langsam, langsam. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Wie komme ich jetzt da hoch? Wahrscheinlich von hier? Da oben ist ein Seil. Schon mal ein gutes Zeichen. Hier ist ein Baum. Oh, schon. Wir sind echt hoch. Sag jetzt nicht. Sag jetzt nicht, ich muss von da drüben. Nee. Oder? Sag jetzt nicht, ich muss von ganz da drüben hier so. Kümmert euch wieder um euren Kram. Oh, oh. Ich muss echt aufpassen, ansonsten sterben wir hier. Voll der komische Pfad hier. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt ansatzweise richtig laufe. Aber ich glaube nicht. Bestimmt ist irgendwo der richtige Weg und ich bin nur wieder zu doof. Ach, da. Pfeil nach links. Okay, also da lang. Okay. Dann gucken wir mal. So, und wo ist jetzt der Aufstieg? Ich bin echt wieder ein Blindfisch heute, oder? Kann das sein? Meine Fresse. Wo ist denn... Ach, da! Ah, lass mich darüber. Wie? Ah, okay. So, hier ist jetzt ein Stein. So. Wo? Ach, da. Boah. Übel. Ganz übel. Richtig übel versteckt. Nein, nicht runter. Hoch. Aloy. Hoch mit dir. So. Hier müsste irgendwo... Da. Da. Voll mies. Voll übelst klein und sehr, sehr mies. Wie jetzt? Ich kann... Ah. Ah. Okay. Also das ist natürlich Free Climbing hier vom Allerfeinsten. So. Tree Force, okay. Und rüber. Ich mache das auch immer so vor 50 Meter hohen Klippen einfach mal so. So.
So. Ah, Banuk-Figur. Die Vision. Irgendeine Reliquie. So, hier. Die Vision. Ein hölzernes Artefakt, das neben einem... So, hier. Zu Unrecht... Tektuk, zu Unrecht beschuldigt, verbannt, verhungernd, erfrierend. Ich wankte, das gebe ich zu, als mich die Kälte des Todes überkam, verlor ich meinen Willen und mein Ziel und spürte die bodenlose Gefühllosigkeit des Schicksals. Doch dann hatte ich eine Vision. Vor meinem geistigen Auge sah ich eine endlose weiße Ebene, auf der eine einzige Person stand und wartete. Du warst. Das warst du. Und ich wusste, ich würde dich wiedersehen. Wenn nicht im Leben, dann im Tod. Als die Kälte von mir wich, erwuchs neue Hoffnung in mir. Ich male mein Zeichen hier für dich in Erwartung unseres Wiedersehens und hinterlasse dir diese Opfergabe, obwohl sie nie die Wärme deiner Hände spüren wird. So ist das. Von den Banuk, denke ich. Ja, natürlich von den Banuk. So, und genug von den Banuk, wir gehen hinunter. Alter, wir haben ja schon wieder... Uiuiui, ich überziehe schon wieder gnadenlos. Oh, oh. Okay, dann gehen wir jetzt mal schnell zu dem Lagerfeuer. Denn ich muss heute... Denn ich muss heute noch so viel anderes Zeug machen und ich muss den ganzen Kram hier auch noch hochladen. Ja, das kriegen wir auch noch alles hin. Was bist du denn? Das ist... Was ist das? Ist das Behemoths? Trampler. Ich hab grad schon gedacht. Ganz schön groß. So, die lassen wir in Frieden. Das Lagerfeuer hier, wo ist es? Halt, die nehmen wir mit. Langbein entdeckt. Wir gucken mal kurz. Ah ja, Langbeinareal. Das Trampler-Areal holen wir dann. Wir gehen ja da eh nochmal hier so ein bisschen entlang. Ne? Also nur ein bisschen. Wir machen noch nicht alles. Auch wenn es mich reizt, weil da hätten wir es eigentlich hinter uns, ne, oder? Da hätten wir komplett alles mal gesehen, alles erkundet, dann könnte ich mir auch na, ihr wisst schon. Genau, sage ich ja. In Meridian hier die Dinger alle holen, weil dann hätten wir ja eigentlich alles. Und, das wäre nicht schlecht. Aber das überentscheide ich erst in der nächsten Folge. So, ich speichere nochmal. Bedanke mich wie immer schon mal bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat es Spaß gemacht und gefällt es auch noch weiterhin. Und so, damit wir auch schön gut in die nächste Aufnahmesession reingehen, mache ich nochmal alles schnell voll. Perfekt. Oh, wir haben kein Holz mehr, sehe ich gerade. Okay, hat aber genau gereicht. Aber exakt noch gereicht. Ja, jetzt haben wir genau kein Holz mehr. Krass. Krass, krass, krass. Okay. Gut, also, Moment, ich speichere nochmal, weil jetzt haben wir es ja gemacht. So, alles klar. Dann sehen wir uns wieder in der nächsten Aufnahme. Und bis dahin, macht's gut und bis dann.